Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und diesmal ist auch die Aufnahme mit gestartet. Da vorne läuft die Mathilde. Und ja, wir wollten jetzt hier mal diesen Fluss langlaufen. Mal gucken, was wir da so finden. Hier vorne waren wir ja schon mal. Ich glaube, es welche an, ja. Mhm. Scheiße. Oh, der ist... Der andere, der Schmied, ist nicht schlecht. Oh, haben wir. Oh, Herzen, Herzen, Herzen. Ich blute noch. Der andere war irgendwie besonders. Ja, habe ich auch gesehen. Wir haben jetzt auch nicht so viel Richtung Stoff und so mit, also ja. Ah, die hast du schon alle geerntet, ne? Ich habe kein Herz, nur ein Herz gekriegt. Die Arme lasse ich mal hier. Oh, die Knochen nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, da könnte man wieder neue Waffen rausbasteln, ja. Genau. Ja, der eine Gegner, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, der hat so ein bisschen geleuchtet oder so. Ja, ich habe es gesehen, der hatte auch einen Namen. Jetzt ist meine Heilung schon wieder 1/3 zurück. Ja, ich habe so viel Ambrosia und Aloe-Essenz dabei. Na, ja, ich versuche es erstmal mit Essen auszugleichen. Ach komm, ich nehme mal so einen Aloe-Extrakt. Ja, natürlich immens schnell. Ich würde sagen, wir an den Menschen gehen wir vorbei. Ja, ja, wir müssen jetzt nicht jeden killen. Gut, außerdem kommen da jetzt gerade erstmal ein paar Hyänen. Mhm. Ach, sehr gut hingekriegt. Ja. Oh, mein Dolch ist fast kaputt. Eisenbarren fehlt, fuck. Also viele Herzen kann ich nicht mehr ernten. Hm. So. Ach ja, wir wollten den Fluss entlang, ne? Genau. Also hier kommen wir auch runter. Rennst da lang? Okay. Okay, dann warte, ich komme zu dir. Bleiben wir auf dieser Seite. Vorne ist auch wieder ein... Ups. Lagerfeuer. Unten links sehe ich eine Pflanze, eine gelbe Pflanze, aber ich glaube, die hatten wir schon. Feldlotus wird das sein, ja. Die brauchen wir nicht. Unten ist auch ein Krokodil, der kann auch unten bleiben. Ah, der Kroko hat mich jetzt erkannt. Aber ich glaube, oh, die Menschen kämpfen gegen Spinnen und Kroko. Ich glaube, da können wir rechts vorbei. Ja, das würde ich auch vorschlagen. Und das jetzt schnell, weil, glaube ich, die natürlich nicht uninteressant sind wegen der Giftdrüsen. Ach, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, ich seh's. Alter. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das da. Unten sind 3 Krokos. Die haben es überlebt. Chitin. Wildfleisch. Chitin. Hm. Oh, die haben wir ja echt... Oh, hier ist auch eine Spinnenhöhle. Ich habe kein Gift bekommen. Schade. Oh. Ja, da kommt auch wieder was raus. Genau, ich wollte nur die Höhle haben quasi. Da müssen wir jetzt auch, glaube ich, nicht rein. Aber dann haben wir schon mal ein bisschen... Hinter dir! Oh! Danke. Von denen kriegt man... Ah, Kroko! Oh, Kroko! Au, 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 au! Ich bin im Weg, ich bin im Weg, ah! So eine Wundsichtheit kriegt man von denen auch. Das ist auch nicht schlecht. Gut, der Axtwundsekret, okay. Okay. Hier geht's echt ab. Aber die Spinnen gehen ja eigentlich. Ich glaube, die waren... Ah, Kroko kommt! Oh, hat mich erwischt, dieser Sack. Die kann ich gar nicht fressen hier. Da kommt... Ah, du hast schon... Ich glaube, das warst gerade du und nicht das Kroko. Nee. Oh, das ist doch ein Kroko. Oh, das ist ein Krokonest hier, ey. Hat mich noch erwischt, dieser Sack. Na, ich glaube, den Krokodilkopf schmeiße ich raus. Dafür brauchen wir nicht. Oh, da oben ist ein Menschenlager. Sollst du nicht trinken, du sollst da Wasser nehmen, genau. Menschenlager. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Soll ich mal einen anlocken? Warte, ich locke zusammen. Ups, war nix. Der steht doof da und die Tussi kommt. Okay, das ist Geschichte. Ah, Tussi. Ich treffe sie nicht, die geht mir auf den Sack. Ich lock sie mal an. Dass jetzt hier zu viele runterkommen. Fleischreißerfälle. Ja, da links hat mich gerade einer gesehen. Aber die Tussi sehe ich jetzt nicht. Kommt der? Ja. Du bist im Weg. Ja, ich spring weg. Aha. Oh. Hör mal auf mit deiner Attacke, du Sack. Alter. Ich hasse es, wenn die gleich aufstehen und mich gleich platt machen. Ja. So. Oh, das ist sogar ein Bogenschütze. Ich treffe den nicht. Oh, wir sind... Oh, das mal, ich glaube... ich komme nicht raus. Ich komme auch nicht mehr. Oh, aua, aua, aua. Hast du? Ja, juhu. Den Träger habe ich. Warte, da ist noch eine Bogenschützin. Was hat die denn? Plündern? Kriegst du es hin? Ja, ja. Puh. Okay. Genau, du kümmerst dich mal um die da unten, ich nehme die hier oben. Ja. Die Arme schmeiße ich wieder raus. Steinschwert brauchen wir auch nicht. Getrocknete Beeren habe ich gefunden. Was ist denn dieses Nachschubmaterial? Materialien und Glas. Huh. Hier sind noch Pfeile, die kannst du gleich haben. Okay. Da sind noch 23. Okay. Puh. Also hier möchte ich auf dem Rückweg nicht rücklaufen. Ja, oh, da oben ist doch wer. Ich würde sagen, wir schleichen uns mal weiter. Wir können ja vielleicht irgendwie gucken, dass wir unten lang kommen. Ja, dann nochmal auf 2 habe ich jetzt gerade keine Lust. Oh, da war gerade ein Stachel, der hat mir ein bisschen wehgetan. Ja, er auch. Da scheint irgendwas Tempeliges zu sein. Was Tempeliges, ja. Mhm. Ich laufe mal ein bisschen hinterher. Ich muss mal ein bisschen Land gewinnen hier. Ich muss gerade, ich erinnere mich gerade, wir hatten ja, als wir früher Ark gespielt haben, sind wir auch mal so einen Fluss lang entlaufen. Und dann haben wir diesen Spinosaurus gesehen, diesen riesen... Mhm. Das war ja so, da hat man nicht mit gerechnet, auf einmal so ein Riesenvieh. Ja. Wollen wir unten am Fluss lang oder oben? Ja, da wo so ein bisschen weniger Feinde sind. Unten denke ich mal ist krokodillastiger, oder? Stimmt. Also ich sehe jetzt gerade keine, aber... Ah, da sind diese Steinviecher. Ja, auf die habe ich keinen Bock. Ah, da unten sind 3 Krokos schon mal. Ja, 3 sind mir zu viel. Ich will nur mal gucken, was da oben ist, weil da man gerade so gut hinkommt. Ob es hier eine Aktualisierung schon auf der Karte gibt. Nee, das ist wahrscheinlich oben der Eingang. Oh, Steinvieh. Keine Höhle oder sowas. Nee, die scheint weiter oben zu sein, da der Eingang. Da oben scheint aber ein Stamm wieder zu sein, weil da ist schon so eine Fahne. Oh ja. Ich würde sagen, wir machen da einen kleinen Bogen drum, oder? Ja, können wir rechts machen. Der Fluss macht sowieso da so eine Umbiegung. Ja, ja. Ja. Dann können wir auch ruhig hier mal lang. Aber links das mit den Doppeltürmen, da scheint wirklich ein richtig großes Lager zu sein. Hm. Ja, da scheint diese Stadt zu sein. Warte, Stadt? Ach so, ja, diese, ja. Die Stadt der Verfluchten oder sowas. Da müssen wir irgendwas haben, um uns immer zu reinigen oder so. Weil wenn du zu lange bist, dann kriegst du immer irgendwie... Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob du Schaden gekriegt hast, aber wenn du verflucht warst oder zu viel davon hattest, irgendwas war da Negatives. Vielleicht kriegen wir da irgendwas von unseren Göttern, irgendwas Reiniges zum Reinigen oder so. Das haben wir ja jetzt auch schon hier, dieses Säuberungsanzeige, was immer das sein soll. Ja. Oh, jetzt wird's dunkel. Das ja, ich nehme auch schon mal meine Fackel zur Hand. Finde ich unschön. Ja, ich hätte auch lieber meine Eisentage weiterhin. Da. Jetzt sieht man die Krokos natürlich schlechter. Das ist kein Kroko. Nein, das ist eine Antilope. Die ist nett. Ein Antikroko. Um den Flussverlauf weiter zu folgen, dann macht ihr gleich so eine Kreuzung, müssen wir links weiter. Mhm. Dann machen wir das doch. Ach ja, die Hans. Stimmt. Da habe ich, glaube ich, einen Opfersprung gemacht oder sowas. Ja, auf jeden hast du mal gemacht. Wie im Film Conan mit der Frau und dem Brunnen oder was das da war. Willst du ewig leben? Nee, die hat sich da reingeschmuggelt in den Baum und... Ah ja, die wollten die Frau diese Riesenschlange opfern. Genau. Die Conan schon erstochen hat. Niedergerungen. Wir müssen dem Verlauf links folgen. Irgendwas höre ich. Hört sich nach irgendwas Doofem an. Ja, genau, links. Kroko rechts. Ah, okay. Kroko ran, Kroko ran. Irgendwo hier gab es auch Rhinos. Ah, schon wieder Kroko ran. Kroko stimmt, ran. Die gab es in unserem Bereich ja früher auch. Hm. Wir hatten hier nämlich irgendwo, hatten wir mal eine zweite Basis dann aufgebaut, so über den Fluss. Oh, ich kann nicht mehr. Auch nicht. Aber die Kroko-Musik ist noch da. Die gibt nicht auf, oder? Geht die Musik nie weg. Ich glaube, die Musik geht nicht weg. Die ist so nicht mehr da. Ist aber kein großer Fluss hier. Nee, ist erst so ein Rinnsal. Links auf der anderen Seite ist ein Kroko wieder. Ja. Oh, ich glaube, hier sind Kohlepocken. Checken, ja. Kohle. Ist das Eisen? Oh, Eisen. Ja, Eisen ist auch hier. Kroko auch? Ich bin weg. Du, du. Oh, hier ist... Oh! Was denn? Noch mehr Kroko? Eine versteckte kleine Höhle. Ah, mit ja, mit Riesenkroko. Kenne ich. Und weg. Ich bin weg. Oh! Fast in ein Kroko reingelaufen. Oh, hier wimmelt's ja von diesen Drecksviechern. Oh, du lockst ja alle raus hier. Der Südaquädukt. Mhm. Ah. Das Reich der Krokos. Echt, ey. Oh, da scheint auch eine größere Höhle zu sein. Ja, mal rangehen, das ist, dass wir es auf der Karte haben. Genau. Ich glaube, den nächsten Dungeon, in den wir mal reingehen, ist dann, glaube ich, die Spinnhöhle. Oh, da sind grüne Spinnen. Die sind aggressiver. Ich gehe da mal ran. Ich hoffe, das war die einzige. Das hoffe ich auch. Nein, hier kommt noch einer. Oh! Hinter dir auch! Oh, scheiße, keine Ausdauer mehr. Oh. Haha, super! Ich will euer Wundsekret. Ich will diese scheiß Höhle markieren und da kommen gleich die nächsten. Ich auch. Ah, lass uns abhauen. Höhle des Webers. Okay, du hast sie, dann ist ja gut. Ah, aber jetzt geht die Sonne wieder auf. Jo. Das ist gut, dann kann ich jetzt nämlich wieder meine Eisentage zurücknehmen. Fühle ich mich irgendwie wohler mit. Mich hier nur mal ein bisschen abkühlen, deswegen renne ich hier gerade so mitten im Fluss. Hier ist doch wieder Eisen. Kann ich ihn wegschmeißen. Ich komme gleich nach. Ich brauche Eisen auf jeden Fall. Ja, du weißt schon, dass du das schmieden musst, wenn du was damit anfangen willst, oder? Oh, da ist irgendein anderes Viech. Ja, ich weiß, aber ich habe zu Hause nichts mehr. Ja, deswegen würde ich das, wenn, auf dem Rückweg machen. Ja, ich hatte eh Steine dabei. Wo bist du denn hingelaufen? Bist du links? Lauf den Fluss weiter auf der rechten Seite. Rechte Seite, okay. Ja, ja, alles gut, bin da. Und hier sind irgendwelche anderen komischen... Ah, Komodowarane oder so. Mit denen möchte ich mich irgendwie nicht anlegen. Ja, die spucken auch. Sehe ich das gerade richtig? Ah. Die spucken, wo gibt's das denn? Oh nee, die halten auch mehr aus. Und der hat meine Ausdauer gerade geraubt. Bist du? Ich bin hier irgendwie rechts hoch. Oh, ich bin am Fluss weiter. Ah, fuck. Wann gibt es denn diese Kackviecher? So neu. Die nerven mich. Ich bin beim Knochenpflückerlager. Da wollte ich nicht hin. Ja, muss ich jetzt hoch, zurück und dann hochlaufen. An den Viechern vorbei. Ja, ich komme jetzt links zurück zu den... Ah, hier gibt's Rhinos. So, jetzt laufe ich den Weg lang, den du auch lang gelaufen bist. Gut, dann warte ich hier und esse nochmal eine Runde. Musst nur an die Viecher vorbei und dann... Ja, ja. Ich sehe dich. So. Ja, die Rhinos gingen ja eigentlich, ne? Also die mussten mal, wenn man da Abstand gehalten hat, dann haben die, glaube ich, eigentlich nichts getan, oder? Ich glaube, aber da oben ist auch ein Gepard. Also ich würde jetzt nicht zu nah an die rangehen wollen, ehrlich gesagt. Nee, ich will nur kurz gucken hier. Da ist auch ein Elefant. Ach, da ist ein Tiger. Die haben Tiger eingebaut. Oh ja. Da will ich nicht hin und ich will da nicht hin. Also links ist doof. Das ist jetzt hier so Steppengebiet, ne? Hm. Ich kann ja vorsichtig versuchen, hier so rüber zu kommen, in der Hoffnung, dass uns kein Tiger oder so sieht. Oh! Nashorn ist angriffslustig. Ah! Auf den Stein. Welchen Stein? Oh. Tiger auf dem Stein hat mich gesehen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Puh. Ich bin auf dem Oh, fick deine Mama! Alter, fuck Tiger! Der steigt. Der Tiger versucht, der hat mich beim Hochklettern noch erwischt. Ich bin langsam. Oh, da ist ein Löwe. Ja, Löwe, Tiger, meine ich doch, dasselbe Zeug. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Ich bin auf dem Prahlfels. Und da liegt ein Löwe. Ich bin hier auch am Prahlfels. Bist du ganz oben? Nee, ich bin nicht ganz hochgegangen. Ich komme mal runter. Da ist auf jeden Fall irgendein Lager. Ja, hier sind überall Scheißlöwen. Das ist ja verdammt scheiße. Komm hoch, da ist ein Tiger, Tiger, Tiger. Wo bist du denn? Hier oben. Ach, da. Hey, der nimmt Anlauf und Knochenfall. Schieß hier auf dein Popo, du Arsch. Okay, das dauert ewig, bis wir den kriegen, ne? Verpiss dich, du Katze! Irgendwie zieht meine Maus gerade. Ja, der glitscht echt total. Auch weg, ne? Oh, fuck. Oh, Habt ihr nicht, oder was? Wenn er nicht so glitschen würde, dieses Arschloch. Ja, ich hab den bestimmt schon 5-mal oder so gezählt. Ah, den kriegen wir noch. Ja, ja. Ah, den zerhacke ich dann mit meinem Hackebeil. Ich will nämlich den Kopf haben. Hm, so einen ähnlichen Plan hatte ich auch für unsere Wand, ja. Da würde der sich wahrscheinlich sehr gut machen. Mhm. Es ist halt nur echt hart, dass er echt versucht noch nachzuspringen, ne? Ja. Ist halt der Katze. Ja, aber er kommt nicht hoch, das ist gut zu wissen. Wird hier auch gerade wieder nichts angezeigt bei ihm. Doch, bei mir schon. Er geht schon nach und nach runter. Aber ich mache nicht so viel Schaden wie du, glaube ich. Don't. Mal kurz gucken. Und ich muss Pfeile basteln, sehe ich gerade. Ja, yeah, ich habe einen Tigerkopf. Und Katzenfell. Da vorne ist auf jeden Fall noch ein Gepard. Vorne geht's weiter. Da ist auf jeden Fall ein Übergang. Und weiter links könnte auch einer sein, aber da sehe ich definitiv einen Übergang. Wo bist du? Ich bin hier runtergegangen, auf der Rückseite vom... Ach da. Hier. Na, da bei den Elefantos lang. Mm, ja. Wenn wir machen, auf jeden Fall weg aus diesem Kackgebiet. Ich hoffe, die Elefanten sind nicht so angriffslustig. Ja, aber so wie die Nashörner, die waren ja... Da ist nämlich auch links wieder irgendwie ein Tiger oder so. Elefanten sind angriffslustig! Elefanten sind angriffslustig! Tore! Benjamin Blümchen ist hier! Scheiß wie du. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Oh, die sind ja immer noch hinter mir. Scheiße. Ich hoffe, die kommen dann nicht hoch. Also die Viecher fucken mich ab. Also ich glaube, ich muss echt noch Bogenschützen lernen, ey. Okay. Wir haben aufgegeben. Eieieiei, ist das aufregend. Ja, ich würde sagen, wir machen hier jetzt auch langsam hier mal ein Schlenkerchen und gehen dann wieder zurück. Ach so, ich dachte, wir wollten noch ins grüne Gebiet. Ah ja, da sind wir so gut wie. Das machen wir noch, genau. Ich dachte, wir sind ja schon. Also irgendwie, wir müssen jetzt irgendwie hier hoch. Hier hoch oder da durch und nach links? Ich hoffe, dass das klappt. Hier ist auf jeden Fall sehr hockey. Ja. Das grüne Gebiet ist da irgendwie nämlich links rum. Ja. Oh, guck mal, da ist ein riesen Schiffswrack. Oh, da sind bestimmt Piraten. Die eine Gefangene hast du doch vorgelesen vor ein paar Folgen. Die hat doch irgendwas von Piraten erzählt. Ah, ich bin weg. Ups, muss in die andere Richtung springen. Oh, fuck. Jawohl. Hat er dich verwundet? Na, so minimal. Na gut, mich nicht. Hast du immer gut abgelenkt. Finde ich gut. Aber wir müssen doch irgendwie, hast du recht, links hoch. Ja, ja. Na, der wird uns auch angreifen, oder? Deswegen schleiche ich mich jetzt auch von hinten an den dran. Oh, warum springt er, wenn ich hauen will? Ups. Ach, das war aber gut. Er hat sich auf mich dann fixiert. Immer ausweichen und du haust dann schön von hinten drauf. Das ist eine gute Taktik. Ja. Hm. Ja, sehr sandig. Hm. Oh nee, das ist kein Schiff. Oder ich weiß nicht, ob das ein Schiff ist, keine Ahnung. Ja, hat Segel oder. Nee, ah! Es ist wahrscheinlich irgendein einfach nur so Sonnensegel oder so. Ja, ja. Also kein Schiff, das sieht einfach. Was ist das? Was ist das? Ja, ja, geil. Etwas, mit dem ich mich nicht anlegen will. Nee, ich will nur gucken, ob man hier irgendwie links rein kann. Nee, nicht so wirklich. Ei, das ist ja gruselig, das Vieh. Nee, das kann fliegen bestimmt und ganz dolle Auerweh machen. Ja. Deswegen versuche ich mich hier gerade ganz dezent am Rand lang zu schleichen. Ich habe gerade eine Errungenschaft gekriegt, wahrscheinlich ja. Irgendwo am Arsch der Welt lang zu gehen. Das sind mehrere von diesen Flügelinsekten, Viechern, Beißer. Mal gucken. Das sind so lustige Steine. Ich will nur mal gucken. Oh, oh, oh. Das sind ihre Nester. Mhm. Ja, super. Kann ich die abbauen? Nee. Also wir können nicht nach links. Wir hätten wahrscheinlich vorher irgendwo abbiegen müssen. Weil wir sind jetzt gerade in so einem Bereich, da ist auch nichts dahinter. Ja. Lass uns wieder zurückschleichen. Wir können ja noch ein bisschen rechts dann an der Mauer lang gehen, gucken, ob wir da hochkommen irgendwie. Ja. Also ich glaube, für diese größeren Viecher brauchen wir Speere oder sowas, um die auf Abstand zu halten. Auf jeden Fall brauchen wir da bessere Ausrüstung als das, was wir bis jetzt haben. Ja. Würde ich nicht sagen, dass wir schon ausreichend für ausgerüstet sind. Nö, das glaube ich auch nicht. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was es hier noch so gibt und was man sich noch so anschauen kann. Da ist es tatsächlich dann sinnvoll, irgendwie noch eine zweite Basis aufzubauen, dass man nicht immer so weite Wege hat. No. So, aber gucken wir hier mal rechts rum, vielleicht finden wir ja einen Weg ins grüne Gebiet. Weil das ist ja eigentlich das, wo wir hin wollten. Mhm. Ah, jetzt, wo man es von hier sieht, das sieht echt so ein bisschen aus wie der Königsfelsen. Pride Rock. Oh, da vorne ist ein weißer Tiger oder so. Ja, ich glaube, der wird bestimmt leichter zu killen sein. Höre ich da eine Spur Sarkasmus? Ein bisschen. Tja, ich glaube, wir können uns da an denen nicht vorbeischleichen. Nee, es sieht nicht so aus, ne? Und ich habe so das dumpfe Gefühl, hier an der Seite kommen wir auch nicht vorbei. Wohin gehst du, Kätzchen? Ja, zu uns. Kätzchen geht auch andersrum. Dann kann man sich hier so an der Wand so ganz vorsichtig runterlassen. So. Vielleicht geht's ja vorbei. Ich gehe einfach mal auf diesen Stein hier. Tada, und es geht nicht vorbei. Okay. Grenzabflusskanal. Schnauze. Oh, da kommt ein Tiger. Ich bring Tiger mit. Oh ja, ich sehe es. Lauf! Sag mir, dass da irgendwo ein Stein ist. Ja, hier sind Steine. Super, und ich habe keine Ausdauer. Ab ins Wasser! Aua. Das ist zu niedrig. Oh! Los, kletter hoch, du Horst! Er verfolgt dich nicht mehr. Nein! Ah. Ganz ruhig, er verfolgt dich nicht mehr. Ganz ruhig. Okay. Ah, Gott sei Dank. Folgen wir einfach mal diesem Grenzabflusskanal. Oh, da geht's irgendwie lang. Da geht's irgendwie lang. Mhm. Mhm. Das zerschmetterte Becken. Hier geht's irgendwo hin. Oh, das sieht schön aus da, ja. Das sieht grün aus. Wie sieht's aus? Break oder weiter? Weiter, mal gucken, was da für Viecher auf uns warten. Oh, das sind Tannen. Guck mal, hier sind Steine. Aber hier sind auf jeden Fall so andere Pflanzen schon mal. Guck mal, hier Gänseblümchen. Oh, das hat gerade gehakt. Hier regnet's auch. Ja, guck mal, da oben sind sogar Tannen. Da oben ist Eis. Ja, ja. Es geht ja zum... nach dem grünen Gebiet gibt es ein Eisgebiet. Oh, da oben sind irgendwelche Pflanzen. Asuras Ruhm. Oder Asuras Ruhm. Hier gibt's Alraune. Oh, cool. Asuras Ruhm, ja. Da bin ich auch gerade am Pflanzen sammeln. Weil die Pflanzen, die wir nicht kennen, sind ja, glaube ich, interessant, weil die können wir ja anbauen. Dafür brauchen wir die Samen davon. Ja. Ah, Asuras Ruhm Samen habe ich gerade bekommen. Mhm. Hier gibt's auch irgendwelche Büsche, da gibt's dann auch Falsche Allraune? Falsche Allraune. Die Bresche. Ist da in dem Wasser vielleicht noch was Interessantes? Hier so unter Wasser so ein bisschen. Ist das Eisen? Oh, hier gibt es ja Eisensteine en masse. Ja? Mhm. 10 okay. Stück hier auf dem Haufen. Wow. Und was im Wasser gefunden? Hier ist alles voller Eisen. Das ist alles Eisen hier. Krass. Oh, Hochlandbeeren. Mhm. Und da scheint ein Wölfchen zu sein. Die sind aber auch ein bisschen flink, du. Raubblütige Lupine. Lupinen, ne? Lupinen sind eigentlich echt ganz cool. Das sind nämlich voll proteinhaltige Pflanzen. Oh, da gibt's auch Menschen. Und noch bessere Wölfe. Weiße Wölfe. Oh. Ja. Sind aber nicht die Pflanzen, die wir brauchen, um diese Tiere anzulocken, ne? Ich habe keine Ahnung, du bist unser Beastmaster. Weil Rest sehe ich jetzt hier nicht, aber es waren irgendwie eine andere Blume, so eine weiße. Es war auf jeden Fall nichts mit Alraune oder so. Also ich würde sagen, wir gehen nicht weiter. Oder willst du noch? Okay, ich hätte gerne irgendwie von den Hochlandbeeren, hätte ich irgendwie einfach noch gerne Samen. Wow. Also ich habe 2 Hochlandbeeren-Samen. Das sind normale, die sind weg. Ich habe 3 Asuras Ruhm-Samen. Davon habe ich auch Samen. Und eine falsche Allraune-Same. Also wir können ein bisschen noch Pflanzen sammeln. Da spricht ja nichts gegen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Heimweg. Jo, hier ist auf jeden Fall spannend. Hier kann man sich mal ein bisschen umschauen. Hier bietet es etwas, das wir jetzt auch selber noch nicht kannten, weil als wir es letztes Mal gespielt haben, war dieser Bereich einfach noch nicht fertig.